Herzlich willkommen aus unserem Studio. Wir sind jetzt hier live mit Björn Höcke. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Schönen guten Morgen. Herr Höcke, Sie hatten letzte Woche am Rande des Bundesparteitags dem Phoenix ein Interview gegeben und da haben Sie betont, wie wichtig die anstehende Landtagswahl im kommenden Jahr für Thüringen ist. Was macht diese Landtagswahl für Thüringen, also für die Thüringer und für die AfD auch in Thüringen so relevant? Also für die Thüringer ist diese Wahl sehr relevant. Man muss sich ja immer wieder bewusst machen, dass die Thüringer im Oktober 2019 und den Monaten danach betrogen worden sind. Die Thüringer haben im Oktober 2019 Ramelow abgewählt, die Ramelow-Regierung in die politische Wüste geschickt. Aber der Wille des Volkes Thürings ist einfach nicht umgesetzt worden. Kanzlerin Merkel hat damals den Ministerpräsidenten der Linken durchgedrückt gegen einen alternativen FDP-Ministerpräsidenten. Dafür ist sie vom Verfassungsgericht sogar des Verfassungsbruches geziehen worden. Aber der Zustand ist einfach seitdem so, dass die CDU die Linken, also die Dunkelroten, früher war das die Partei SED, toleriert bzw. stützt und wir seit 4 Jahren jetzt unter einer weiteren Drift in den Linksstaat leiden, wir Thüringer. Und die Zustimmungswerte zu der Thüringer Landesregierung sind dramatisch schlecht. Das sind die schlechtesten Zustimmungswerte zu allen Landesregierungen in der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, die Thüringer haben die Nase wirklich gestrichen voll von Ramelow, von Rot-Rot-Grün, von linker Spinnerpolitik. Sie wollen eine bürgerliche Wende, sie wollen eine patriotische Wende und das werden wir am 1. September voraussichtlich 2024. Dann sind nämlich die Landtagswahlen in Thüringen als AfD versuchen und wir werden das schaffen, davon bin ich überzeugt. Es gibt ja auch schon erste Umfrageergebnisse, die sehen sehr positiv aus, sehr vielversprechend. Inwieweit leistet die AfD mit ihrem Erfolg im Osten einen Beitrag zum Erfolg der Gesamtpartei? Ja, man redet natürlich in der Partei auch viel über Strategie und über Taktik, das muss man auch. Politik ist ja letztlich nichts anderes als ein Schachspiel. Und in den letzten Wochen und Monaten geistert oft der Begriff der Brandmauer, auch durch die etablierten Medien, durch die Altmedien, durch die Systemmedien. Meiner Meinung nach wird dieser Begriff der Brandmauer falsch verwendet. Also die Brandmauer ist zwar eigentlich ein schönes Bild, weil sie vor einem Feuer schützt, aber die Brandstifter sind nicht wir von der AfD, vor denen man sich schützen muss, sondern die Brandstifter, die sitzen und stehen und wirken in desaströser Art und Weise auf der anderen Seite der Brandmauer. Das sind nämlich die Kartellparteien, die unser Land an den Rande des Abgrunds geführt haben und ihm schon schweren Schaden zugefügt haben. Deswegen sage ich auch immer in der AfD, wenn ich unterwegs bin, wenn ich mit meinen Parteifreunden rede, dass die anderen für uns koalitionswürdig sein müssen, nicht wir für sie, weil wir haben gerechte Positionen, wir haben auch moralisch hochwertige Positionen, wir haben Positionen, die die Zukunft dieses Landes sichern und deswegen sind die auch durchzuhalten, auch gegen Widerstände durchzuhalten. Thüringen hat deswegen eine besondere Funktion, weil wir als AfD-Landesverband in den letzten Jahren immer besonders mutig waren. Darauf bin ich auch sehr stolz. Wir waren vielleicht ein bisschen mutiger, ein bisschen frecher im positiven Sinne als andere, sind damit auch einige Male angeeckt. Aber im Großen und Ganzen war das die richtige Linie für die Gesamtpartei auch. Und wie gesagt, darauf sind wir Thüringer auch stolz. Wir haben inhaltlich immer wieder Impulse gesetzt in der Islampolitik, sogar in exotischen Politikfeldern wie der Kirchenpolitik oder zuletzt in der Sozialpolitik oder auch Corona-Politik. Aber wir haben in Thüringen jetzt auch zum ersten Mal einen Landrat stellen können. Und das ist natürlich sehr interessant, weil dort in einem Landkreis, immerhin in einem Landkreis, der Souverän zum ersten Mal einem Kandidaten der AfD die absolute Mehrheit gegeben hat. Wir sind in Thüringen mittlerweile bei 34% in Umfragen. Das heißt, wir haben jetzt schon eine Möglichkeit einer Blockade im Landtag bei verfassungsändernden Gesetzen. Da ist viel Sauerei im Busche, was die Kartellparteien aushecken im Hinterzimmer. Und das könnten wir blockieren, um die Verfassung nicht noch weiter zerstören zu lassen. Und wir können auch Druck ausüben und die Blockadehaltung im Parlament, unter der wir in Thüringen leiden, aber alle anderen Parlamentsfraktionen der AfD leiden auch unter einer Blockade, könnten wir damit aufbrechen, weil wir dann auch in der Lage sind, Richterwahlen beispielsweise zu blockieren. Was wir nicht wollen, aber die Drohkulisse gehört in der Politik eben auch dazu. Und wie gesagt, wir sind so gut unterwegs. Die Gesamtpartei hat einen super Lauf, die Thüringer haben einen super Lauf, wer weiß. 41%, 42%, da fängt in Thüringen, wenn die kleinen Parteien rausfallen, schon die absolute Mehrheit an. Und das wäre natürlich ein richtiger Knaller. Wir sind gespannt. Sie sind auch eben kurz nochmal auf Robert Sesselmann, den ersten AfD-Landrat, eingegangen. Und merken Sie da schon irgendwas, dass das was an der Stimmung in Thüringen verändert hat? Also gab es da jetzt nochmal irgendwas wie so eine
wie soll ich sagen, wirkt das vielleicht nochmal wie ein Katalysator jetzt? Ja, die Landratswahl ist ja mit einer unheimlichen Aufmerksamkeit verfolgt worden, bundesweit, ja sogar international. Internationalen Besuch hatten wir im kleinen, beschaulichen Sonnenberg. Und es war eine Freude danach in Thüringen zu spüren. Also ich bin in anderen Teilen Thürings angesprochen worden, einen Tag nach der Wahl, zwei Tage nach der Wahl. Die Leute haben mir den Daumen hoch gemacht. Ich hatte zufällig einen privaten Termin in einem Klinikum, hatte einen kleinen, minimalen Eingriff und war, wie gesagt, nur ein paar Stunden im Klinikum, aber habe dann im Wartezimmer gesessen. Die Leute waren wirklich so gesprächig, so aufgeschlossen, so freudig über einfach, dass diese Erstarrung aufgelöst wird. Ja, diese Blockade dieses Landes an einer kleinen Stelle, zwar nur an einer überschaubaren Stelle, aber diese Blockade wurde zum ersten Mal aufgelöst. Es war so, als wenn eine ganz große Last von den Schultern der Menschen fiel. Und das hat mir persönlich sehr, sehr gut getan. Das tut uns in Thüringen gut. Und wir haben eine unheimliche Eintrittswelle in Thüringen. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht überrannt werden. Ja, das hat natürlich auch Gefahren. Aber man spürt, dass wirklich etwas in Bewegung geraten ist. Dass es ein Grundbeben im Volk gibt, das sich jetzt auch politisch Bahn bricht. Und wir haben Anfang September die Oberbürgermeisterwahlen von Nordhausen. Und schauen wir mal, ob wir da den nächsten Punkt setzen. Ja. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Wir sind ja hier bei der Europawahlversammlung und mit Listenplatz 3 René Aust ist ja auch schon ein Kandidat aus Thüringen auf die Liste gekommen. Wie wollen Sie in der AfD-Fraktion im EU-Parlament denn inhaltlich oder eben auch allgemein als Thüringen, als kleiner Landesverband Ihre Marke setzen? Also erstmal ist mir wichtig, dass ich selbst auch das Prinzip der Bestenauslese praktizieren konnte. Ich bin ja jemand in der Partei, der dafür bekannt ist, das Leistungsprinzip ganz oben anzusetzen. Und René Aust ist ein Mann, mit dem ich seit vielen Jahren eng zusammenarbeite. René Aust ist stellvertretender Landesvorsitzender. Wir haben uns zusammen um Sozialpolitik in den letzten Jahren gekümmert, weil wir wissen, die Sozialpolitik ist ein entscheidendes Feld in der Zukunft und für die Zukunft dieses Landes. Da müssen wir eine eigene Konzeption als AfD haben. Da hat er sich hervorgetan. Er ist teamfähig, er ist belastbar, er ist klug und er wird Thüringen und den Landesverband Thüringen in der Delegation der AfD würdig vertreten. Ich bin aber, was die Ansprüche an die EU-Delegation angeht, eigentlich relativ defensiv. Also ich würde mich freuen, wenn möglichst viel Kraft der EU-Delegation in die Arbeit ins Bundesgebiet einfließen würde, wenn die EU-Abgeordneten der AfD ihre Kraft auch in die Landesverbände zurücktransportieren würden, weil dort letztlich die politische Wende vollzogen werden muss. Und deswegen müssen wir auch klug die Power, die wir haben, aus EU dann für die Landesverbände nutzbar machen. Ansonsten hoffe ich auf eine bessere Vernetzung, ich hoffe auf eine bessere Vorfeldarbeit. Die materiellen Ressourcen sollten vor allen Dingen für den Aufbau von mehr Medienkompetenz für die Gesamtpartei genutzt werden und natürlich für die transeuropäische, paneuropäische Vernetzung mit unseren patriotischen Brüderparteien. Die EU, die muss beendet werden. Wir brauchen einen neuen Bund europäischer Nationen und wir müssen jetzt die ersten Schritte machen mit einer jungen, kraftvollen, klugen Delegation der AfD im Europaparlament. Wir haben ja morgen voraussichtlich nach noch das Europawahlprogramm hier auf der Tagesordnung. Und wie hat sich Thüringen dort mit eingebracht? Wir haben ein riesengroßes Antragsbuch. Liegt da der Schwerpunkt auch wieder auf der Sozialpolitik? Sie hatten es ja schon angesprochen. Das ist ja, da hat der Thüringen auch eine gewisse, naja, Vorreiterfunktion. Ja? René Aust hat ja auch das Konzept zur Sozialpolitik für unsere Partei entscheidend mitgeprägt. Ist das jetzt der Schwerpunkt auch im Europawahlprogramm für Sie? Also ich finde das Antragsbuch gar nicht so dick. Wir hatten schon wesentlich dickere Antragsbücher und daran kann man eigentlich auch erkennen, dass sich die Partei auch in ihrer inhaltlichen Arbeit konsolidiert. Die Prozesse werden immer professioneller, die Arbeitsergebnisse der BFAs und der BPK werden immer mehr als gut und sehr gut angesehen. Bei der Präambel bin ich ein bisschen anderer Meinung. Da wird es noch einen Gegenentwurf geben. Kann ich vielleicht auch noch mal gleich zu eingehen. Aber ansonsten wird es so sein, dass im Großen und Ganzen, denke ich, der Entwurf der BPK auch durchgehen wird, weil er gut ist. Sozialpolitik ist eher eine Sache der Bundespolitik. Also die europäische Ebene ist Gott sei Dank noch nicht für Sozialpolitik zuständig. Deswegen wird das kein überragend großes Kapitel werden. Wir haben ein eigenes Sozialprogramm als AfD. Aber wir haben uns im Vorfeld als Thüringer vor allen Dingen in die Präambelarbeit eingemischt. Erinnern Sie sich bitte, die Europaresolution, die in Riesa, naja, sagen wir mal, dann irgendwie in Stocken geraten worden ist im Entscheidungsprozess, die aber inhaltlich sehr gut ist und die zu großen Teilen jetzt in das Europaprogramm auch übernommen worden ist, die stammt
unter anderem, zumindest in kleineren Teilen, auch aus meiner Feder, da habe ich mich auch daran beteiligt. Und so hat Thüringen auch hier seinen grundsätzlichen Erneuerungsgeist in das Programm implementieren können, beziehungsweise ich hoffe, dass es so verabschiedet wird, wie wir es uns wünschen und Thüringen dann seinen guten Geist implementieren konnte, zumindest ein paar Teile. Ich würde Ihnen gerne zum Ende hin nochmal eine etwas persönlichere Frage stellen wollen. Und zwar, auch gerade durch die anstehende Landtagswahl werden Sie auch wieder so in den Fokus geraten. Viele Leute informieren sich auch über soziale Medien. Wir tun das ja auch und dann stößt man auch auf Ihren Instagram-Kanal beispielsweise oder eben auch bei Facebook sind Sie aktiv. Sie teilen da auch persönliche Einblicke, zum Beispiel in Hobbys, Interessen, wo Sie gerade im Urlaub unterwegs sind. Man sieht, Sie sind gerne aktiv, aber eins sieht man nie, das sind Fotos mit Ihrer Familie. Warum ist das so? Also Sie haben recht, also für mich ist es wichtig, auch meine Sympathisanten, meine Mitstreiter, meine politischen Freunde auch so ein bisschen teilhaben zu lassen an meiner Privatsphäre und ihnen zu zeigen, dass ich ein normaler Mensch bin. Ich habe ja ein schlimmes Zerrbild zu korrigieren, dass die Systemmedien von mir angefertigt haben, was völlig ungerechtfertigt ist. Und man soll auch erkennen, dass ich ein ganz normaler Mensch bin. Meine Familie hatte ich raus aus der Politik, auch um sie vor Angriffen zu schützen. Die Angriffe sind manchmal wirklich hart, das geht bis zu Morddrohungen und das ist dann nicht nur eine Morddrohung, sondern die finden, ja, ich will nicht sagen fast täglich, aber wirklich permanent statt. Eingriffsversuche in meine Privatsphäre hat es auch schon gegeben. Erinnern Sie sich bitte an diese kunstterroristische Aktion in meinem Nachbargarten, wo man mein Haus über Wochen geheim ausgespäht hat. Das hat natürlich auch was mit der Familie gemacht. Man will, und das sind die Zersetzungsmethoden der Stasi, eben auch die familiäre Sphäre zerstören, zumindest stören, um die Rückzugsmöglichkeiten des Politikers zu verkleinern, um ihm auch das Ausspannen, das Ausklinken aus der Hektik der Politik unmöglich zu machen. Und da geht man auch an die Kinder und an die Frau. Und deswegen ist es mir wichtig, dass meine Kinder und meine Frau möglichst unbehelligt von mir und meiner Aktivität ihr Leben so normal wie möglich leben können. Das ist meine Pflicht und es ist auch meine Pflicht, dass meine Kinder, trotz dass sie meine Kinder sind und ich mich natürlich viel mit ihnen unterhalte, einen eigenen Weg gehen können, eigene Entscheidungen treffen können über ihr Leben, nicht in Sippenhaft genommen werden für ihren Vater, sondern sich selbst eine Meinung bilden können und auch politisch auf eigenen Füßen stehen können. Das ist mir als Vater und auch als ehemaligen Lehrer ein Herzensanliegen. Wie gehen Sie als Familie damit um? Sie haben schon gesagt, Sie sprechen auch viel mit Ihren Kindern. Aber was machen Sie damit, Sie vielleicht sogar als Familie auch irgendwie gestärkt aus solchen Angriffen hervorgehen können, dass das vielleicht mehr zusammenschweißt als zerrüttet? Das ist tatsächlich so. Es gibt genug Beispiele, dass an solchen Angriffen Familien zerbrochen sind, was furchtbar ist. Bei uns ist das Gegenteil der Fall. Wir sind über die Jahre enger zusammengerückt, wir sind stärker geworden. Und meine Kinder kamen vor einigen Jahren noch des Öfteren mal aus der Schule und haben von Hänseleien berichtet durch die Mitschüler und haben mir aber auch von positiven Erfahrungen berichtet, wenn Lehrer mal meine Kinder zur Seite genommen haben und so unter vier Augen meinen Kindern mitgeteilt haben, hier, das ist toll, was dein Papa macht, du kannst stolz sein. Ich kann das nicht öffentlich sagen, aber ich sage dir das jetzt mal unter vier Augen und das hat meinen Kindern natürlich auch den Rücken gestärkt und heute sind sie stärker denn je und heute kommen meine Kinder zu mir, alle vier, die ich habe und sagen, trotz der Tiefschläge, trotz der schwierigen Zeiten, trotz mancher ja auch verheulter Abende nach schlimmen Tageserlebnissen, heute sagen sie alle, Papa, wir sind stolz auf das, was du tust und darauf bin ich stolz. Können sie auch sein, ist wahrscheinlich auch stark persönlichkeitsprägend. Ja. Vielen Dank für diese Einblicke und auch für den Ausblick. Und danke für das Interview, Björn Höcke. Sehr gerne.